BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz von dem Bundesliga-Auswärtsspiel. Morgen 15.30 Uhr bei Hertha BSC. Schiedsrichter wird Marco Fritz aus Korb sein. Ich begrüße Thomas Tuchel, wie immer. Wir warten auf Ihre Fragen und wir freuen uns jetzt schon auf ein zum ersten Mal in dieser Saison ausverkauftes Berliner Olympiastadion. Kurzes Handzeichen genügt und wir sind schnell mit dem Mikro bei Ihnen. Bitte schön, wir gehen zu Sky, zu Stefan Schäuble. Gesagt nach der Untersuchung von Marco Reus, dass ihm so ein paar Prozent Vertrauen in seinen eigenen Körper noch fehlen. Jetzt hat er seit Dienstag wieder mit der Mannschaft trainiert. Hat er die paar Prozent durch die Untersuchung jetzt bekommen? Wir werden sehen. Also das unterliegt dann letztendlich dem Praxistest. Und brauchen wir ein bisschen Zeit und das muss sich in der Praxis erproben und das muss in den Spielen sich gut anfühlen. Jetzt beschwerdefrei trainiert, was natürlich auch absolut notwendig war, nachdem er eine Woche raus war. Und jetzt müssen wir ein bisschen abwarten und schauen, wie es sich anfühlt. Die Witterung und die Platzbedingungen sind nicht ideal für die Art von Verletzung und so weiter, wenn man viel wegrutscht, viel stabilisieren muss. Aber im Moment fühlt es sich gut an, das ist zumindest mein letzter Stand. Er kann am Samstag spielen, sehr gut für uns. Und um dann wirklich endgültig zu sagen, ob wir den, was ich ja gesagt hatte, so einen kleinen Durchbruch da geschafft haben, brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Anne van Eickels vom WDR Hörfunk. Im Hinspiel war es so, dass Paul Dardai sehr hat defensiv hat spielen lassen. Ja. Jetzt hat er angekündigt, dass er das jetzt im Rückspiel anders machen möchte, ein bisschen offensiver agieren. Was erwarten Sie da für ein Spiel und kommt Ihnen das gelegen? Ja, ich erwarte ein sehr schweres Spiel. Also das ist ausverkauft in Berlin, was nicht die Normalität ist. Es wird entsprechend euphorisch sein. Die Mannschaft hat Selbstvertrauen getankt durch eine lange Siegesserie und eine lange Serie, wo sie sehr konstant gepunktet hat. Auch sich total stabilisiert im eigenen Ballbesitz, legen viel Wert auf den eigenen Ballbesitz und eine dominante Spielweise. Und deshalb glaube ich schon, dass sich die Vorzeichen für die Hertha auch verändert haben. Für uns allerdings auch. Und wir freuen uns auf dieses Spiel. Ich bin mir ziemlich sicher, jetzt wo er es auch angekündigt hat, dass er nicht wie im Hinspiel mit einer Fünferkette verteidigt. Er hat auch Vertrauen gewonnen zur Mannschaft und mit dieser Mannschaft. Und sie haben, glaube ich, die letzten 8 Spiele nur ein Spiel verloren. Dementsprechend schwer ist es, aber wir trauen uns zu, auch dort zu gewinnen. Wir trauen uns zu, die nächste gute Leistung zu bringen. Wir fühlen uns absolut bereit, auf unserem Weg weiterzugehen und wollen versuchen, das umzusetzen. Bitteschön. Lukas Rott, Sport 1. Ihr Kollege Paul Dardai ist heute ein Jahr im Amt, hat die Hertha von Platz 17 auf Platz 3 geführt. Wie beurteilen Sie aus der Ferne seine Arbeit in Berlin? Ja, Sie haben eigentlich alles gesagt, was dazu zu sagen ist und spricht dann letztendlich für sich. Ich kenne ihn nicht gut genug. Ich habe ihn jetzt einmal getroffen persönlich. Das war beim Hinspiel und das war ein sehr angenehmer Weg zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Natürlich angenehm für mich zum einen, weil wir gewonnen haben, aber auch angenehm, weil es ein netter Austausch war und ein sehr freundschaftlicher Austausch war und dass wir uns zum ersten Mal dort getroffen haben. Der Weg von der Kabine zur Pressekonferenz ist bei uns ja der längste der Liga, glaube ich, so, und deshalb hatten wir da ein bisschen Zeit und ja, ansonsten ist es natürlich beeindruckend, diese Entwicklung, und er steht dafür und er steht für diese Entwicklung und für den Geist, der dort Einzug gehalten hat und für die Mentalität und auch das Selbstvertrauen, dass die Mannschaft sich etwas zutraut, aber ja. Sport Live, Bijan, bitte. Ja, Herr Tuchel, Sie sagten vor 2 Wochen, dass Sie Perspektivspielern wie Felix Passlack und Christian Pulisic noch nicht den schweren Rucksack aufbürden wollen. Auch Ihr Vorgänger Jürgen Klopp sagte mal, also der größte Feind eines jungen Perspektivspielers sei Ungeduld. Jetzt hat Felix dagegen Ingolstadt schon Christian seine Duftmarken hinterlassen. Würden Sie sagen, dass er mittlerweile schon so ein bisschen über den Status des Perspektivspielers hinausgewachsen ist? Glaube ich, macht wenig Sinn, darüber zu philosophieren, ob das der Status des Perspektivspielers ist oder nicht. Ich versuche es mal anders zu beantworten. Also aktuell haben wir 21 Feldspieler im Kader. Davon haben 2
diese Saison nicht gespielt für uns. Das ist Nuri Sahin. Nuri wird für uns noch herausragend spielen. Da bin ich mir 100% sicher, nach allem, was ich sehe und wie ich ihn hier kennenlerne. Er wird für uns herausragend wichtig werden. Und Felix Paslak ist der Zweite, der bisher nicht gespielt hat in Pflichtspielen. Und dort ist eine Frage der Zeit, bis er spielen wird. Und alle anderen 19 Feldspieler und insgesamt 21 Feldspieler können spielen für uns und können auf einem hohen Niveau spielen. Und das liegt auch daran, um zu den zwei Jungen zurückzukommen, weil sie natürlich getragen werden, weil es ihnen vorgelebt wird, was es bedeutet, für uns zu spielen, weil sie aufmerksam genug sind, weil sie fleißig genug sind, bescheiden genug sind, sich die Dinge dort auch abzuschauen und weil die Gruppe so eng und so auch unterstützend für diese jungen Spieler wirkt, dass das funktionieren kann. Ich meine nur, es ist nur ganz wichtig, ich weiß gar nicht, ob Ungeduld und so weiter, ist nur ganz wichtig, dass wir es nicht erwarten, weil dann kann es klappen. So, deshalb Julian Weigl ist ein gutes Beispiel. Wenn er nicht verpflichtet wird, um unsere Top-Lösung auf der 6 zu sein, dann kann er sie werden, aber nicht von vornherein mit überzogenen Erwartungen. Das kann dann eher drücken. So, und deshalb in dieser Rolle werden die beiden bleiben und die brauchen wir auch nicht jede Woche neu aufrufen. Die ändert sich auch nicht jede Woche. Sie sind 17 Jahre, sind fleißig dabei, feste Bestandteile dieses Kaders zu werden, was sie sich verdient haben. Und meine Überzeugung ist, dass wir alle 21/19 Spieler morgen spielen lassen können, auf unterschiedlichsten Positionen und dass wir auf einem absolut hohen Niveau wettbewerbsfähig sind. Und das ist das beste Gefühl, das wir haben können für unsere Gruppe. Und dieses Gefühl müssen wir uns unbedingt konservieren, denn es geht in ja unglaubliche 6 Wochen jetzt für uns. Moritz Leikamp von der Bild. Das Spiel letzte Woche gegen Ingolstadt war eines der holprigeren in dieser Saison. Vielleicht auch, weil Marco Reus und Ilkay Gündoğan nicht dabei waren. Jetzt sind sie beide wieder fit. Wie wichtig ist das? So eine kleine Gruppe zu haben, ist es extrem wichtig. Und auch, dann kann ich direkt anknüpfen, diesen besonderen Geist auch zu haben für die nächsten 6 Wochen. In dieser kleinen Gruppe ist es extrem wichtig, dass wir alles tun, um gesund zu bleiben. Wir sind nie davor vor Verletzungen gefeit und man kann immer auch Pech haben, es kann immer Unfälle geben, Fouls geben im Spiel, aber es ist extrem wichtig, dass wir gesund sind. Es ist extrem wichtig, dass wir alles dafür tun, sowohl in der Trainingssteuerung als auch die Spieler selber in ihrem Lebenswandel, im Schlafverhalten, Essen, alles dafür tun, dass wir zusammenbleiben, dass wir weiter trainieren. Wir haben diese Wochen jetzt auch nochmal genutzt, um intensiv zu trainieren. Jetzt kommen intensive Wochen mit Spielen im Dreitagesrhythmus über hoffentlich dann auch 6 Wochen. Und dafür brauchen wir die ganze Gruppe und wir brauchen alle Spieler, um auch das Niveau der Gruppe hochzuhalten. Und dafür ist es extrem wichtig. Und es ist sehr wichtig, diese holprigen Spiele dann auch so zu spielen. Und wir wussten das vorher, dass es das werden kann. Vielleicht haben wir vorher sogar uns zu viel mit diesem Szenario beschäftigt, dass es irgendwie ein schwieriges Spiel werden kann. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass irgendwie im Ende Januar und im Februar ja vielleicht ein Tick komplizierter ist, Fußballspiele zu spielen bei Schneeregen, Graupelschauern, tiefen Plätzen, als dann wieder im April und Mai, wenn die Plätze im Top-Zustand sind, wenn die Temperaturen so sind, dass man einfach nichts lieber macht, als jeden Tag in der kurzen Hose draußen zu stehen. So, deshalb, wir wissen das und dafür haben wir eine gute Mentalität gezeigt als Gruppe und jeder Einzelne und haben uns nicht beirren lassen und haben unglaublich wichtige 3 Punkte geholt, die uns viel Selbstvertrauen geben und die uns jetzt einbiegen lassen in diese lange Phase, die jetzt kommt, diese sehr intensive Phase. Und wir fühlen uns komplett darauf vorbereitet und bereit dafür, wissen, was uns erwartet. Und ja, der Februar wird intensiv und vielleicht auch nicht immer schön. Speziell jetzt Reus und Gündoğan, wichtig ist, dass die beiden dabei sind? Ja, weiß ich gar nicht. Also es ist sehr schwer für mich, irgendwie einzelne Spieler in der Wichtigkeit zu benennen, dass sie unglaublich beide einen unglaublichen Wert haben und wir sie am liebsten jedes Spiel auf dem Platz haben, steht absolut außer Frage. Es ist unterschiedliche Situationen. Ilkay
hat sich jetzt einmal ein Virus eingefangen, ist dann komplett wieder zurück im Training. Und bei Marco ist die Situation, wie wir Ihnen das ja auch sehr offen geschildert haben, und das ist bei Marco ein längerer Prozess. Und wir tun alles, vor allen Dingen auch Marco, dass er das Monster wird, das er werden kann, ja, und sein kann. Und deshalb bin ich glücklich über jeden Tag und jeden Spieltag, wo alle zur Verfügung stehen, und Ilkay und Marco natürlich auch wieder. Bitte schön, Ihre Frage, und danach Anne van Eickels. Johannes Hoppe, Radio 91.2. Hier bin ich. Adrian Ramos, der tut sich ja im Moment bis jetzt ein bisschen schwer, spielt jetzt Samstag gegen seinen Ex-Verein. Wird er von Anfang an spielen oder sitzt er erstmal auf der Bank? Und insgesamt, wie schätzen Sie ihn ein? Verrate ich Ihnen natürlich nicht, weil wir zum einen noch ein Training haben und zum zweiten selbst die Mannschaft das erst morgen erfährt. Adrian hat sich diesen Starteinsatz absolut verdient und hat seit der zweiten Hälfte des Trainingslagers Haltung gezeigt, nochmal eine veränderte Haltung gezeigt in dieser Rolle, die er hat, und die kann ich nicht verändern. Wir haben Oba auf seiner Paradedisziplin. Wir spielen oft mit einem zentralen Stürmer. Es ist Adrians beste Position, und zu unserem Glück, zu seinem Leidwesen, haben wir einen Stürmer, der dort regelmäßig trifft und auch regelmäßig weiter treffen soll. So, du kannst jetzt damit hadern, du kannst diese Rolle annehmen. Adrian hat sich da seit der zweiten Hälfte des Trainingslagers deutlich gewandelt, hat absolut Haltung angenommen, Haltung gezeigt, hat seine Haltung absolut gestrafft, was notwendig war, aber was sich innerhalb kürzester Zeit ausgezahlt hat, in den Spielen gegen Frankfurt, in den Spielen gegen den südkoreanischen Club. Und hatte dann, glaube ich, das Pech, gegen Prag krank zu sein. Stimmt das? Hat dann gegen Gladbach eine sehr gute Rolle gespielt als Einwechsler, war unglaublich wichtig für uns, dort in der intensiven Phase vorne nochmal Bälle zu halten und so zu spielen, wie er spielt, und wurde sofort auch belohnt mit zwei Toren, hat sich selber belohnt gegen Union. Das war eine ganze Weile auch mal nicht so, deshalb bin ich sehr froh drum, dass er diese Veränderung hier zum Positiven und so viel Biss jetzt auch nochmal zeigt. Und wir hatten ein sehr gutes Gefühl, ihn am Flügel spielen zu lassen. Ich muss zugeben, dass er etwas unglücklich gespielt hat. Dass man auch merkt, dass so ein bisschen so das Vertrauen, auch vor unserem Publikum zu spielen, nicht vollständig ausgeprägt ist. Das hilft dann aber auch damit nichts, sich großartig zu lamentieren, zu beschäftigen im negativen Sinne, sondern man muss da einfach durch. Der Rückhalt in der Mannschaft ist mittlerweile wieder vorbehaltlos, weil diese Reaktion von ihm kam und jetzt seit Wochen auch da ist, und so muss es bleiben. Und Gedankenspiele, wer beim Ex-Verein spielt und wer wo hat, ja, sind eigentlich in der allerletzten Schublade, wenn man eine Aufstellung zusammenzählt, zumindest bei mir. Darauf können wir nicht immer Rücksicht nehmen. Anne van Eickels. Sie schauen ja nicht gerne auf die Tabelle, beziehungsweise schauen schon gerne auf die Tabelle, aber jetzt nicht vorrangig, sondern gucken ja auf das Spiel. Jetzt ist das natürlich ein Spiel gegen einen direkten Konkurrenten, um ganz oben mitspielen zu können. Ja. Wie ist das? Haben Sie da im Hinterkopf dann doch, dass Sie Hertha auf Abstand halten können oder den Abstand sogar vergrößern können? Ja, das wissen wir ganz genau, absolut. Und das ist auch unser großes Ziel, und wir können da mit Sicherheit einen sehr großen Schritt machen. Das ist uns vollkommen bewusst, und dementsprechend groß ist aber die Aufgabe. Dementsprechend, ja, soll ich sagen, angespannt wird auch die Stimmung sein und das Vorgefühl sein, und dementsprechend groß ist die Vorfreude darauf. Das sind schon so immer wieder kleine Meilensteine, auf die man zu gehen hat auf so einem Weg, und dazu gehört auch mal vielleicht nicht so ganz plakativ in der Tabelle abzulesen, auch mal so ein Sieg wie gegen Ingolstadt, und dazu gehört mit Sicherheit ganz klar ein Spiel gegen den direkten Konkurrenten aktuell, von Platz 2 gegen Platz 3. Natürlich können wir uns absetzen, natürlich können wir dort ja auch ein Signal geben an uns und an alle anderen, an unsere Konkurrenten, nicht nachzulassen, und wir möchten das auch unbedingt, und wir möchten diese intensive Zeit genau mit diesem Signal starten. Die abschließenden beiden Fragen, bitte. Die erste kommt von Lukas Rott von Sport1.
Kam das eigentlich jetzt vorher rüber, dass ich jetzt gerade sehr zufrieden bin mit Adrian? Kam das so rüber oder was? Habe ich mir jetzt gerade überlegt? Oder das hat das jetzt so geklungen, als würde ich auf ihn... Ja, gut, sehr selektive Wahrnehmung. Ich habe noch eine Frage zu Pal Dardai. Der hat gestern auf sein Jubiläum angesprochen, gefragt, ist er gefragt worden, was er vermisst aus der Zeit, als er nicht Cheftrainer war. Hat er gesagt, mittags Suppe essen mit der Familie. Sie waren ja letztes Jahr auch nicht im Job. Was vermissen Sie aus dem Jahr? Ja, es sind tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob es vermissen ist, aber es war natürlich ein großartiges Jahr, auch für mich so viel Zeit zu haben, für meine Familie und für die kleinen Dinge, die den Alltag dann auch nochmal auf eine ganz neue Art lebenswert machen. Sobald du dich dann wieder entscheidest für einen Job und auch einsteigst in deinen Job, teilst du natürlich dein Privatleben auch mit deiner Leidenschaft Fußball, das ist so. Und ich versuche einfach so viel wie möglich auch weiterhin privat Mensch zu sein und zu Hause auch privat zu sein und genau diese kleinen Sachen, die Paul meint, mir auch rauszunehmen und die dann auch zu genießen, wenn sie jetzt gerade nicht im Überfluss da sind, dann können die genauso wertvoll sein. Ja. Dann schließen wir hier noch ab, bitte. Zum Abschluss eine Frage zu den Bayern. Beim einzigen Verein, der noch über Ihnen steht, gab es in der letzten Woche beinahe viel Unruhe. Ja. Der Verein, der mit 8 Punkten vorne ist. Wie verfolgen Sie das und inwieweit nährt das vielleicht auch die Hoffnung, das Meisterschaftsrennen doch nochmal spannend machen zu können? Wir haben in der letzten Ihre Hoffnung oder unsere Hoffnung? Ja. Achso, okay. Was wolltest du? Wir haben es in der letzten Woche schon fast geschafft, ohne diese Frage auszukommen. Es war auch die letzte. Wieder die letzte. Vielleicht beim nächsten Mal. Okay. Ja, wir nehmen das wahr, natürlich nehmen wir es wahr, es geht, kann ja auch irgendwie nicht an einem vorbeigehen, wenn du es selber nicht schaust, sagt dir bestimmt irgendjemand, dass es so ist und was soll ich sagen, es verändert die Situation für uns leider nicht so, wie man sich das vielleicht denkt. Ich glaube, ich habe da vorher auch drüber nachgedacht, wie ich das erklären kann. Ich würde einfach sagen, wenn Angelique Kerber hat mit Sicherheit erst an Serena Williams gedacht, als sie den Matchball im Halbfinale verwandelt hatte. Und es war der einzige Weg für sie, Schritt für Schritt zu gehen. Und ich glaube, dass es keinen anderen Weg gibt und dass es keinen Sinn macht, jetzt zu hoffen und uns ablenken zu lassen. Vielleicht stärkt es die Bayern ja, vielleicht tut es das nicht. Die Situation ist für die Bayern so, wie sie ist und für uns ist die Situation so, wie sie ist. Und ich finde, das ist jetzt extrem wichtig, im Februar da zu sein, dass wir Haltung zeigen, dass wir Präsenz zeigen, dass wir auf unserem Weg beharrlichst weitergehen, dass wir den gewissen Geist uns wirklich erhalten, der in dieser Gruppe ist, den ich bedingungslos auch spüre in dieser Mannschaft, dass wir uns den erhalten, dass wir gesund bleiben und dass wir gierig bleiben und hungrig bleiben auf weitere Siege. Und das sind die Zeichen, die wir geben wollen und wo wir die höchsten Maßstäbe an uns auch haben. Und alles andere ist das Bier der anderen. Fragen beantwortet, denke ich. Wünsche ich allen noch einen schönen Tag und eine gute Anreise nach Berlin. Danke für das Interesse. Tschüss. Tschüss.